Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kampf Nummer 11. Wir neigen uns langsam aber sicher dem Mainfight zu. Einen haben wir aber noch. Ladies and Gentlemen, begrüßen Sie mit mir Said Younesi. Said Younesi vom UFC Gym Düsseldorf. Wenn dir die Arme so schwer werden, kurz bevor du dran bist, wenn du so anfängst, Jabs zu machen, noch ein paar Kombos, ein bisschen Schattenboxen auf einmal, kurz bevor du kämpfen gehst, sind die Arme so schwer? Bei mir eher weniger, bei mir ist es eher... Ja, du bist ein alter Hase, du bist routiniert. Nee, vielleicht daher, aber ich hatte irgendwie immer... Bei mir ist es immer so, es ist schwierig, die Anspannung und den Puls im Einklang eben zu halten. Also wenn man nervös ist, dann ist es... Dann geht der Puls schneller hoch, man wird vielleicht schneller ein bisschen müde. Leute, die das aber gut kanalisieren können, die das gut übertünchen können, die haben definitiv einen Vorteil. Wenn man ruhig und gelassen hineingeht in den Ring und dann aber zum richtigen Zeitpunkt weiß, wo man explodieren muss, das ist in meinen Augen, denke ich mal, ein Vorteil. Aber ich würde sagen, dieser Moment jetzt gehört fast mit zu den Momenten der größten Anspannung des ganzen Kampfes. Kurz bevor es losgeht, oder? Das tut jeder, also ich sehe das so, dass es jeder individuell eben, wie soll man sagen, individuell erfährt. Für mich ist es manchmal so, wenn ich in der Kabine bin, ist es bei mir noch meistens ganz locker. Und dann, wenn ich da drin bin, richtig im Käfig stehe, dann geht es richtig los. Davor, das ist für mich alles nur Geplänkel oder so. Okay, macht eben die Vaseline drauf, checkt, ob ich irgendwas habe. Checkt, ob ich meinen Mundschutz drin habe und einen T-Schutz. Für mich ist es einfach nur, ich will loslegen, ich will anfangen. Er will auch loslegen, der Said Younesi aus Düsseldorf. Halbschwergewicht, 93 Kilogramm. Meine sehr geehrten Damen und Herren, 93 Kilogramm, zwei Meilen wegen, zu meiner Rechten steht er. Supersuchtiger Kämpfer, muss nicht weiter erwähnt werden, in seiner Ecke, Fabot und Mo. Der Mann vertritt das UFD, kommt aus Düsseldorf und wo der hinhaut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Said Younesi. Also um das Gespräch nochmal weiterzuführen, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich sehr angespannt bin, kurz bevor ich reingehe. Und dann, wenn ich den ersten Schlagabtausch habe, dann ist es schlagartig weg und ich fühle mich super. Also besser hätte ich mich niemals fühlen können. Und hoffe, dass es heute ein großartiger Kampf wird. Ja, das hoffen wir auch, dass es ein großartiger Kampf wird. Lukas Menzel hat es eben angekündigt. Lukas Menzel aus Bremen, aus Norddeutschland. Aus der Hansestadt Bremen. Aus der Hansestadt Bremen. Ich habe, als ich mich mit ihm unterhalten habe fürs Interview, ihn gefragt, wie er denn den Kampf sehen wird, auf was er denn hinausgehen möchte. Er hat gesagt, dass er heute zeigen möchte, wie er sich in seinem Standkampf weiterentwickelt hat. Ich bin mal gespannt, ich habe vorher noch keine Kämpfe von ihm gesehen, das ist ja auch sein Debüt heute. Er hat ja 0 Kämpfe. Carabao, der Büffel oder der Stier, so wie es das Logo vermuten lässt. Das macht einen sehr ruhigen Eindruck hier. Stiefelt quasi hier in die Ringecke hinein. Ladies and Gentlemen, zu meiner Linken, Halbschwergewichtler, wie am Buche steht, beim Einwiegen, sprich 93 Kilogramm, wird geschickt von einem der renommiertesten Teams, um aus dem Norden von Carabao. Stammt aus Bremen, Deutschland, Lukas Menzel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Halbschwergewicht, das Limit, Thomas Lenz und Parteiische am Ring. 205 Minuten ausgemachte Distanz und ich wage zu prognostizieren, dass die nicht erreicht wird. Die können nämlich beide hauen. Lukas Menzel und Said Younesi. Said Younesi mit einem leichten Größenvorteil von 4 cm.
Ja, das sehen wir von hier aus. Er ist etwas, der etwas größer gewachsene der beiden Kämpfer. Aber er sieht sehr. Wie soll ich sagen? Er sieht Seconds sehr siegessicher aus. Er hat diesen Ausdruck im Gesicht. Ladies and Gentlemen, begleiten Sie die Kämpfer mit Ihrem Applaus in die erste Runde. Ring frei, Runde 1. Lukas sieht aus wie jemand, der sich nie vom Bankdrücken gedrückt hat. Schauen wir mal. Boom, Inside Low Kick von Said. Er hat sich aber auch nicht vor der Beinpresse gedrückt. Oh nein. Boop, und schön die Rechte. Trifft ins Ziel, Frontkick. Said, oh, jetzt wird Said selber gut getroffen. Taumelt hier kurzzeitig zurück. Ah. Körpertreffer. Schöner Block des Low Kicks. Lukas hat hier eine feste Verteidigung hier. Ich habe mich vorher mit seinem Trainer etwas unterhalten, der sehr aus, also der aus dem Muay Thai kommt. Der meint, dass viele Muay Thai-Techniken im MMA gar nicht Verwendung finden. Oh. Und hier sehen wir es. Lukas Verteidigung ist relativ Muay Thai-lastig. Er versucht hier mit dem Ellbogen die Schläge zu decken, was Sinn macht fürs MMA. Nicht unbedingt in die Doppeldeckung hineinzugehen. Und die Tritte werden geblockt von Said, der dann wahrscheinlich in der kommenden Zeit nicht mehr so oft Kicks anbringen wird. Denn blockt man einige Kicks oder werden einige Kicks von einem geblockt, tut das mit der Zeit doch recht weh. Und es kann fast mehr Schaden nehmen, als dass man Schaden verursacht. Oh, starke, harte Hände hier. Und Said, Said fragt sich, was soll der Takedown hier? Schlechter Versuch. Versuch eines rechten Overhead. Oh, Uppercut. Lukas bleibt hier aber relativ ruhig, hat seine Deckung schön geschlossen, lässt sich hier nicht auf irgendein großes Risiko ein. Wirkt sich gut, der junge Mann, muss man sagen. Sehr vorsichtig, die Schläge, die er macht, präzise. Said ist aber definitiv der entspanntere der beiden. Ja. Versucht es immer wieder mit Einzelaktionen, einfach eine Overhand oder einen Jab. Aber es ist auch so ein Abtasten, siehst du das? Ja. Also beide sind sich nicht so richtig sicher, was sie jetzt machen. Ob sie angreifen, ob sie warten, ob sie kontern. Wer macht wohl den nächsten Angriff? Sie wissen offenbar, dass jeder Schlag den Kampf beenden kann. Ja. Aber ein Jab. Lukas kommt jetzt mal vor mit einer kleinen Kombination. 1-2 und schöner Low-Kick. Der hat jetzt gesessen. Oh! War das ein Tiefschlag? Bam! Oh, schöner Wurf. Haragoshi. Schön. Oh, und da wünscht er sich, dass der Gegner wieder aufsteht, dass Lukas wieder hochkommt. Und so ist es. Das Publikum jubelt. Frage mich, was dieses Knallen gerade war. Ah, das war ein Spann, glaube ich. Okay. Spann gegen Knie oder Spann gegen Haut. Oh, das war hier wieder ein schöner, saftiger Low-Kick, der sein Ziel gefunden hat. Ja. Und Said. Said steht auch ein bisschen besser am Ring, muss man sagen. Der Lukas ist sehr außen und die Ringdominanz geht definitiv an Said, muss man sagen. Er beherrscht den Raum. Und das macht natürlich Eindruck, auch für die Punktrichter außen. Es sieht immer nach mehr aus, wenn jemand so den Raum einnimmt. Schöner linker Haken. Ja. Verzogener linker Haken, der sein Ziel findet. Aber wir sehen jetzt hier bei Said, dass er blutet. Er blutet. Unterhalb des Auges oder oberhalb des unterhalb Auges? Nee, das ist das Lid oben. Okay. Oh. Nicht, dass da etwas Schlimmeres passiert. Oh, schöne linke. Wenn da die Papyrushaut des Auges reißt, dann können da schlimme Verletzungen und irreparable Schäden auch folgen. Ich habe so einen Kampf mal miterlebt, der dann abgebrochen werden musste. Die Papyrushaut ist genau die Haut, die sich über das Auge, über den Augapfel legt. Und wenn die einmal angerissen ist, dann muss der Kampf beendet werden. Oder kann der Kampf beendet werden. Denn wenn diese Haut mal Schaden nimmt, das sind irreparable Schäden fürs Auge. Das sieht sehr martialisch aus, wie er hier gerade blutet. Das ist ein ganz kleiner, feiner, roter Faden, der ihm gerade hier aus dem Augapfel. Und ich muss ehrlich ausblutet. Sagen, ich dachte zuerst, es sei ein Tattoo gewesen. Habe mich gefragt, wo es so plötzlich herkam. Ui. Tränen, Blut, blutende Tränen. Aber. Und beide schenken sich nichts. Sie schenken sich nichts. Es ist in der Tat, die Treffer, die kommen, die sind sehr, sehr hart. Sehr harte Hände. Hard intentions. Und auch Lukas hat auch schon am linken Auge definitiv eine starke Schwellung. Ja, an der rechten Augenhöhle. An seiner rechten Augenhöhle, ja. Das müssen die
Cutman natürlich oder die Ringärzte immer. Haben die viel zu tun in der Pause auf jeden Fall, ja. Bei beiden, auf beiden Seiten. Noch 30 Sekunden zu kämpfen hier in Berlin. Oh, schön, die Linke ins Ziel gebracht, das scheint sein Ziel zu treffen. So. Runde ist erst zu Ende, wenn es gebimmelt hat. Und beide wollen auf Nummer sicher gehen. Oh, da fällt der Mundschutz raus, es wird unterbrochen. Der Mundschutz muss natürlich wieder rein, ohne Mundschutz ist kein Kämpfen erlaubt. Wenn es gerade eine hitzige Situation ist, dann kann es schon mal sein, dass der Ringrichter dann sagt, okay, es wird weiter gekämpft. Das hatten wir auch mal bei Anders und Silver. Ende der ersten Runde. Bisping hat eine Zeit lang ohne Mundschutz gekämpft und der Ringrichter hat gewartet, bis die Situation sich einigermaßen wieder beruhigt hat, um ihn dann wieder hineinzubringen. Wobei, Lukas, muss man sagen, für sein Debüt hat er hier eine ganz große, großartige erste Runde abgeliefert und da muss er sich definitiv nicht verstecken. Schwierig jetzt zu punkten. Ich würde fast sagen, sie geht eher an Said, der etwas, in meinen Augen, etwas mehr Schaden gemacht hat mit diesem dominanten Takedown. Oh, da haben wir einen schönen Takedown-Eingang hier von Lukas, den aber nicht zu Boden bringen kann. Und da kommt dieser wundervolle Wurf. Sehr schön. Im Judo wäre es ein klassischer Ippon gewesen. Ippon ist die größte Wertung. Und da wird der Kampf dann auch beendet. Ja, da wird ordentlich Vaseline wieder raufgetan. Auf die Augen. Und die Schwellung ist ziemlich offensichtlich. Seconds out, bevor er aus dem Ring. Seconds out, please. Aber kein offener Cut, oder? Ich sehe, also bei Lukas sehe ich nichts. Beide Ecken, seconds out, please. Auch bei Said scheint es kein größeres Problem zu sein. Der Kampf geht weiter, ohne unterbrochen zu werden. So, kommt Leute, raus! Liebe Zuschauer, dieses ist bereits der 11. Kampf des Abends und wir neigen uns tatsächlich dem Ende. Noch ein Kampf in der Karte. Ringfrei zur zweiten Runde, Second Round. Zur zweiten Runde des vorletzten Kampfes und wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Wer wird hier punkten, wer wird vorne liegen, wer holt sich den Sieg nach Hause? Schön, die Linke ins Ziel gebracht von Said. Jetzt etwas spielerisch die Runde beginnt, etwas mehr traut. Oh, Niederschlag. Aber Lukas kommt wieder nach oben. Ist definitiv ein Mann, der auch viel nehmen kann. Ja. Inside Low Kick von Said. Ja, komm doch, fuck. Lädt ihn quasi ein und fängt ihn dann dadurch ab. Lukas darf sich hier natürlich nicht provozieren lassen. Kommt jetzt nach vorne, ist aber etwas eingeschüchtert von den doch harten Schlägen und Tritten. Und harten Tritten, ja. Und jetzt, wie du es gesagt hast, dein rechtes Auge beginnt langsam zuzuschwellen. Ja, jetzt sehe ich es auch. Zuschauer zu Hause können das vielleicht auch sehen. Das sind die harten Linken, die oft treffen von Said. Die hinterlassen jetzt ihre Spuren. Das rechte Auge beginnt stark zu schwellen. Vielleicht ist auch ein Bruch. Oh, ich mag gar nicht hinschauen. Das mit jedem Mal, mit dem ich hinschaue, sieht es so aus, als würde es fast noch mehr zuschwellen. Ja, tut es auch. Tut's auch. Das Jochbein oder der Orbitalknochen. Mm. Ja, das muss auf jeden Fall ganz stark gekühlt werden, damit es nicht komplett zugeht. 3 Minuten 40 muss er aber noch durchhalten hier. Das Gute ist ja natürlich, bei dem Adrenalinkick, den man die ganze Zeit hat beim Kämpfen, dann merkt man erstmal nichts. Erst wenn es dann Stück für Stück nachlässt, von Stunde zu Stunde. Oh, harter Eingang. Treffer. Ich hatte zum Glück bisher noch keine solche Verletzung. Ah, da ist natürlich jeder Schlag wie ein Nadelstich. Ah, und jetzt ist er hier wieder in unserer Ecke und ich sehe, dass es immer schlimmer wird. Ja. Und wenn es so weitergeht und noch ein Schlag kommt, wird es definitiv aufplatzen. Das sehe ich kommen. Noch 3 Minuten hier auf der Uhr und das heißt auch von hinten, hinter uns, aufs Auge. Ja, ist natürlich fies, aber legitim. Wenn das den Kampfabbruch herbeiführt. Lukas wird es natürlich jetzt auch mit voranschreitender Runde immer schwerer haben, mit seinem rechten Auge zu sehen. Und dadurch werden natürlich auch mehr Treffer ins Ziel kommen, Da er die Schläge nicht mehr sehen kann. Aber er deckt gut seine rechte Seite ab, indem er den Ellbogen hochzieht. Schade, dass es leider etwas zu spät kommt. Der Schaden ist schon angerichtet. Ja. Aber Said, er zieht darauf ab. Er lädt die Hände immer wieder auf für diesen Treffer. Er sieht ganz genau, dass er an dieser Stelle treffen muss, dann wird eventuell der Kampf auch vorzeitig abgebrochen. Natürlich nach Einschätzung des Ringarztes.
sind sie beiden genau vor uns und man sieht tatsächlich, was sie für eine Manpower wirkt. Ja, Said sieht kaum beschädigt aus im Gesicht. Die Blutung scheint auch nicht mehr so stark zu sein. Lukas ist sehr, also geht sehr respektabel jetzt hier oder respektvoll zu Said vor. Er hat wohl Angst, weiter getroffen zu werden. Mm. Aber er ist jetzt auch im Hintertreffen. Also die einzige Chance, wie ich sehe, dass er den Kampf noch beendet, ist durch einen K.O. Oder gewinnen kann, ist durch einen K.O. Und selbst die Jabs von Said, die sind sehr, sehr wirkungsvoll. Die machen auf jeden Fall dem jungen Lukas immer wieder Eindruck. Er ist in der bequemen Position. Er muss eigentlich nur noch die Runde überstehen mit seinem Jab, sobald Lukas nach vorne kommt. Ja. Das rechte Auge von ihm treffen. Und er guckt doch immer genau dahin. Siehst du das? Sein Blick, seine Blickrichtung ist immer genau zu dem Auge. Hm. Er spekuliert darauf. Das ist jetzt wie eine Zielscheibe hier. Ja. Oh, schöne Kombination. Kick und ein Drehkick hinterher. Ah, Lukas kann einem schon leid tun. Die erste Runde, die eigentlich relativ ausgeglichen war, die bringt ihm jetzt hier nicht sehr viel. Angeklingelt. Und Takedown, Takedown. Holt er den Takedown. Oh nee, da ist er im Guillotine. Ein Guillotine-Choke. Guillotine-Eingang von Said. Die aber nicht ganz so eng aussieht. Nee, man passt noch eine ganze Hand dazwischen. Ja, dazwischen, zwischen Bizeps und dem Nacken. Und der Oberschenkel? Ach nee, das war der Schatten. Ich dachte, der wäre schon blau gewesen, aber... Said braucht ja eigentlich nur die Runde zu überstehen und er geht als Sieger hier von der Matte aus dem Ring. Ja, der Ringrichter fordert noch etwas mehr Action. Lukas versucht hier einen Trip-Takedown. Und wird gedreht. Landet in Unterlage. Oh, das Gesicht sieht nicht so gut aus. Da müssen die Cutmänner nachher mal ein bisschen Hilfe leisten. Aber immer noch gute Deckung oben. 10 Sekunden haben wir noch hier. Aber es kann sich alles drehen. Ah, dann müsste er jetzt agieren. Und da war es vorbei. Es ist vorbei. Ende der zweiten Runde, Ende des Kampfes. Und in meinen Augen gewinnt Said diese Begegnung hier. Ja, in meinen Augen auch. Und wahrscheinlich auch in den zugeschwollenen Augen von Lukas. Oh. So blöd das jetzt auch klingt. So blöd aber das jetzt auch klingt und makaber. Aber es ist tatsächlich wie eine Zielscheibe. Jeder, der selber mal gekämpft hat, der weiß, wie gut es einem dabei auch geht, wenn man sieht, wo man hinschlagen muss. Man wird viel noch selbstbewusster. Man baut sich richtig auf. Das zugeschwollene Auge war wie eine Zielscheibe. Und immer wieder. Immer und immer wieder, ja. Starke Hände von Said, muss man sagen. Der Düsseldorfer hat er gut gemacht. Hat er geschickt gelöst und wird hier ganz sicher auch als Sieger des Octagon verlassen. Oh, da sehen Sie nochmal. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, falls jemand das Bedürfnis hat, das zugeschwollene Auge auf der rechten Seite. Ich kann da was arrangieren. Wenn nicht, schlage ich vor, dem im Stehen zu applaudieren. Das war es nämlich wert. Lukas Menzel und Said Yunizi. Ja, definitiv viel gelassen, die beiden hier. Und es gibt wieder Standing Ovations. Na los, Sascha, lass uns aufstehen. Ja. Das können wir nicht machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, es waren zwei Runden MMA vom allerheftigsten. Danach ging der Sieg nach Punkten an. Said Yunizi! Schlussverlage ist wieder!